Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Willkommen zurück bei Let's Play Super Dingenskirchens Galaxy 2. Und wir nehmen mal diesen Lubber mit aufs Schiff. Hab ich mal. Einfach mal so als Vorschlag anzubringen. Oh, ein Gourmet-Luma ist an Bord. Du solltest ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Na, fütter du ihn doch. So. Was haben wir denn auf der Bank? Der Lagertoad. Okay. Wow, ich bekomme einen Bonus von 2. Und wenn ihr jetzt diesen Lagerstand seht, dann denkt ihr, Nanu, was ist denn da los? Das liegt daran, dass ich auf einer anderen Spieldatei, ohne dass ich da jetzt besonders weit gekommen wäre, eigentlich bin ich da sogar noch weniger weit als auf dieser Datei, einfach mal stundenlang ein paar Sternteile gesammelt habe. Ja, ganz recht. Weil man ja, ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob man tatsächlich darauf zugreifen kann. Und es ist tatsächlich so. Ich kann jetzt auf 4303 Sternteile zugreifen von einer anderen Spieldatei. Das ist ja mal richtig genial. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht, aber es geht tatsächlich. Da hat sich das Sternesammeln auf der anderen Datei ja richtig gelohnt. Und das hat ewig gedauert. Also ich war ewig lang in dieser Pflaumenwolken-Galaxie unterwegs und... Oh Gott, hör mir bloß auf. Aber gut, okay. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt auch einfach mal ein paar mit. Warum nicht? Aber damit kann man auch voll die anderen Spielstände sabotieren, oder? Wenn man einfach welche klauen kann? Egal. Was soll's. Oh, was ist damit? Hä? Das hat er, glaube ich, bei 3000 schon mal gesagt. Ach so, er verliert seine Sachen dann auch wieder. Haha. Okay. Ach nee, der hat ja anders geredet. Hey, Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Ich habe eine Lunge auf Sternteile mit mir 1000 und verwandt den leg ich mich. Juhu. Das ist eigentlich ein bisschen gecheatet, ich weiß, aber... Obwohl auf der anderen Seite auch fair auf einer anderen Spieldatei erworben. Also... Oh wunderbar, ich bin so voll... Na gut, dann leck mich. Ich meine, dann wollen wir mal. Verwandlung. So. Juhu! Eine neue Galaxie wurde geboren. Das sieht krank aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Schüttelklapp. Wahrscheinlich müssen wir auch hier wieder schütteln und klappen, damit diese gelben Quadrate sich in grüne Quadrate verwandeln oder so. Aber irgendwas ist da. Tic-Tac-Galaxie. Das ist ja schon mal ein sehr hübscher Name. Und ich würde vorschlagen, wir haben nichts zu verlieren. Wir probieren es mal. Tick, 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 Silbersterne. Sehr schön. Sieht interessant aus. Ich meine, ja, ich sehe jetzt erst, wie es aussieht. Aber es hört sich interessant an und es sieht auch sehr interessant aus. Okay. Oh, meine Wiimote fängt an zu ticken. Okay. Okay. So, das hat hier also einen ganz bestimmten Rhythmus. Das wechselt von alleine. So wie es aus. Ja, genau. Es wechselt von alleine und es hat einen ganz bestimmten Rhythmus. Nach dreimal Ticken von meiner Wiimote wechselt es. Okay. Dann gehen wir hier besser sehr, sehr vorsichtig das Ganze an. Ich hoffe, man hat hier wenigstens Checkpoints oder sowas, dass man nicht alles von vorne machen muss, wenn man hier doch mal versagen sollte. Oh Gott, und jetzt? Ach, wir springen einfach per Weitsprung darüber. Da gehe ich jetzt mal... Oh, Goomba! Überhaupt kein Risiko ein. Du Penner, du hast mich voll erschreckt. Ja, okay, und jetzt? Ah. Aber auch hier gehen wir jetzt kein Risiko ein. Was soll denn das? Nein! Nein, das ist gemein! Das war ein Emulatorhänger. Emulatorhänger, ein Konsolenhänger. Ein Bildübertragungshänger. Dafür kann ich nichts. Es hängt immer noch. Und sowas passiert mitten im Sprung. Das ist doch echt gemein. Ich bekomme den Grabber nicht in den Griff irgendwie. Na, was soll's.
So, jetzt. Wenn du nochmal hängst bei diesem Sprung, bringe ich dich um. So. Darf doch nicht wahr sein. Okay. Jetzt aber ganz vorsichtig. Oh, fuck. Das war jetzt aber ein bisschen sehr leichtsinnig, was ich hier gemacht habe. Aber es hat gereicht. Oh, rüber! Oh, sehr gut. Die Kometenmünze haben wir im Sack. Und rüber! Arriba! Wie auch immer ich darauf komme. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Oh, der erste Checkpoint. Gott sei Dank. Gut. Oh. Nein. Oh nein, das sieht jetzt krank aus. Das sieht krank aus. Sammeln wir lieber mal ein paar Sternteile. So, den ersten haben wir. Ja! Oh, da! Ah, ich habe was herausgefunden. Ungefähr beim zweiten Mal ticken von meiner Wiimote sollte ich losspringen. Oh Gott! Der Okta taucht wieder auf. Das ist unfair, dass die Viecher mich hier beschießen. So, einer fehlt noch. Verdammt, wo ist der? Dann gehen wir erstmal hier wieder hin und machen unsere Ausgangsposition. Der ist wahrscheinlich ganz oben. Der wird ganz oben... Nein, nein, nein! Oh, Mann. Entschuldigt, mal wieder ein Emulatorhänger. Konsolenhänger, verdammte Scheiße. Gott sei Dank drücke ich dann immer rechtzeitig Pause. Wenn sich die Tonspur dadurch jetzt verschoben hat, tut mir das sehr leid. Aber das passiert dann eben einfach. So. Oh! Ja, hier oben war er gar nicht. Und jetzt? Den habe ich bestimmt unten irgendwo gesehen dann. Oh Gott, nein! Ja, super. Ah, so ein Dreckmist aber auch. Jetzt darf ich alles normal sammeln. So, aber jetzt, gut, schauen wir es uns nochmal an. Gut. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay, wo habe ich den denn jetzt übersehen gehabt? Ja, beim zweiten Mal ticken losspringen, das bringt's. Ha! Weehawk LP hat seine eigene Technik herausgefunden, sehr schön. Hatten wir den vielleicht nicht? Nein, doch, den hatten wir, oder? So. Oh, da! Oh, Mann, ey! Was für ein Okta-mäßiges Arschloch. Sehr schön. Nichts wie ran an den Stern. Das war gar nicht mal so leicht. Aber gut, wir haben es geschafft. Nachdem ich ganz schön hier mal wieder von meinem Grabber im Stich gelassen worden bin, haben wir den 40. Stern eingesackt. Oh, Briefdigger Toad. Mario, I'm brief for death. Schnell, schnell. Wir machen einen Wettflug in der Gleitfluggalaxie. Sei kein Frosch, sei kein Frosch, sei ein Mario. Hey, 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 hey. Dein Tuku-Tukan. Ja, sehr schön. Warum nicht? Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Der Toadie sagt es schon.